Oh, Cutscene, mehr oder weniger. While I am flattered by the esteemed Hazanui's confidence, I must wonder how my people are meant to have destroyed an entire colony overnight. Das Vertrauen Hazanui schmeichelt mir sehr. Aber ich muss mich doch fragen, wie meine Männer es geschafft haben, so über Nacht eine ganze Kolonie zu zerstören. Der valianische Würdenträger sendet über den Gang hinweg einen vernichtenden Blick. Eine Frau im mittleren Alter mit einem kräftigen Kinn und von teer verfärbten Zähnen nimmt es entgegen. You tell us. It's no coincidence that your outpost at Port Maje survived the recent storm. Sag du es uns. Es kann schließlich kein Zufall sein, dass ausgerechnet dein Stützpunkt in Port Maje oder Port Maje, da sind wir hergekommen, den jüngsten Sturm überstanden hat. Sie zieht eine zierliche Pfeife aus der Tasche, steckt sie jedoch nach dem straffenden Blick eines Dieners der Königin gleich wieder weg. You speak as if I could command the tides. While you are casting your blame in a wide net, why not look to our Kahunga allies? We do not share their talent for shaping water. Du redest, als ob ich die Gezeiten beherrschen könnte. Wenn du schon allen und jedem die Schuld geben musst, warum richtest du dein Auge dann nicht auf unsere Kahanka-Verbündeten? Wir besitzen schließlich nicht der Talent, das Wasser zu formen. Ein hühnerhafter Amauner, der neben dem Thron steht, macht einen kühnen Schritt vorwärts und schaut die versammelten Würdenträger mit bebenden Nasenflügen zornig an. Schweigen breitet sich im Saal aus. Ich möchte aber behaupten, unser Gast vergisst sich gerade. Er räuspert sich, sein Blick schweift von Niro zum Rest des Saals. Brother, stand down. Bruder, lass es bleiben. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Königin das Verfahren mit einem ausgeglichenen Gesichtsausbruch betrachtet. Sie erhebt sich halb von ihrem Thron und fixiert Prinz Rui mit ihrem Blick. You are the one who mistakes my throne room for a sparring arena. I say this is beneath us. Du bist derjenige, der meinen Thronsaal mit einer Kampfarena verwechselt. Meiner Meinung nach ist das unter unserer Würde. Arui senkt den Kopf, langsam richtet die Königin ihren Blick auf dich und belässt es dabei. An interesting visitor in difficult times. You cannot be here to deliver a favorable omen. Ein interessanter Besucher in schweren Zeiten. Du bist doch nicht etwa hier, um uns ein günstiges Omen zu verkünden. Obwohl ihr Mund sich nicht bewegt, hörst du Onekasas Stimme wie eine beharrliche Erinnerung, die sich unter der Oberfläche deiner Gedanken eingenistet hat. Hey, ein weiteres Medium, mal wieder. Nur, dass sie ein bisschen klarer spricht als unser Medium. In Richtung Oneska wickeln? Ein günstiges Omen, ja, das könnte man jetzt mit, sehen wie man will, schüttel den Kopf, mit den Achseln zucken. Was, hast du etwas zu sagen? Sag nichts. Mit den Achseln zucken. I will take uncertainty over many alternatives. Ikera, mir ist Unsicherheit lieber als viele der Alternativen und es kann nichts. Allow me to apologize as I toss you before the wolves. Erlaube mir, mich bei dir dafür zu entschuldigen, dass ich dich den Wölfen zum Fraß vorwerfe. Sie hat sich zwar wieder den Würdenträgern zugewandt, aber dennoch spürst du, dass ihre Aufmerksamkeit sich weiter auf dich konzentriert. This one is a watcher blessed by Tangaloa. I suspect that many of our questions about Hasongo will soon be answered. Dies ist einer der Wächter, die von Tangaloa etliche Wana verehren, Beat als Riku, die Zwillingssaal-Gottheit, die die zyklische Verbindung zwischen Ober- und Unterwelt sowie Leben und Tod symbolisiert. Riku wird oft mit zwei Aen dargestellt, Kuhopa als Verkörperung der Oberwelt und des Lebens und Tangaloa als Verkörperung der Unterwelt und des Todes. Sie verschlingen einander jeweils an den Schwänzen. Okay, sie denkt, ich bin der Todesbote. Ich gehe davon aus, also dies ist einer der Wächter, die von Tangaloa gesegnet wurden. Ich gehe davon aus, dass viele eurer Fragen, die mit Hasonga zusammenhängen, sehr bald beantwortet werden. Was ist Hasonga? Die Stimme der Königin füllt den Weit-Thronsaal, dem folgt ein gedämpftes Schweigen, das es an dir ist zu unterbrechen. Tut mir leid, aber was bitte ist Hasongo?
Er ist dem Hof gefällt. Ich bin von einem schwer angeschlagenen Portmaille hier gereist. Der Schaden, der deinen Kolonie zugefügt wurde, war das Werk der Götter. Ich bin eine Warnung für die Königin. Woher wusstest du, dass ich ein Wächter bin? Versuchen wir erstmal die Zuhörer einzuschätzen. Der Valiader Nero strahlt mit seiner eleganten Kleidung und dem Edelstein, mit dem er sich schmückt, großen Reichtum aus. Karu, die Hasanui der Raotayana, steht unbeweglich da und beobachtet die Versammlung durch zugekniffene Augen. Sie sieht aus wie jemand, der den Rücken nur ungern einer Tür zukehrt. Onika, die Huada-Königin, wirkt sehr umgänglich und entgegenkommend. Etwas in ihrem Auftreten verdient allerdings eine ruhige, gemessene Intensität. Ihr Bruder, der sich etwas entfernt von dem Verfahren aufhält, kann ein zufriedenes Grinsen nicht verbergen. Das Chaos im Saal gefällt ihm. Fragen wir mal direkt raus, was denn bitte ist Hasongo? One of our busiest ports. Much of the food we send to Rawatai passes through Hasongo. Eine unserer geschäftigsten Häfen. Die meisten der Lebensmittel, die wir nach Raotai senden, durchlaufen Hasongo. Sie blickt finster drein, ihre Hand zuckt wieder in Richtung ihrer Pfeife. Fenrir, kannst du aufhören, deinen Schwanz zu jagen? ja, Raotai. Gut. I take it from your question that you are not here to enlighten us about Hasongo. Aus deiner Frage schließe ich, dass du nicht hier bist, um uns Neuigkeiten aus Hasongo zu bringen. Ihre Verärgerung richtet sich vorübergehend auf die Königin. Naja, wenn es dem Hof gefällt, ich bin von einem schwer angeschlagenen Portmaille hierher gereist. Oder Portmarge. Fuck, I know this one. His parlor tricks frightened 10 years of every sailor in Queen's Berth. Ak, den kenne ich. Also Ak heißt Beyaung. Er hat mit seinen Taschenspielertricks alle Seeleute am Ankerplatz der Königin um 10 Jahre gebrät, weil ich sie so erschreckt habe. Aneska hebt die Hand, um den anderen Schweigen zu gebieten. Dann blickt sie zu ihrem Bruder. Er nähert sich und die beiden tauschen leise ein paar Worte miteinander, damit sie niemand hört. Erneut hebt sie den Blick zu dir auf. We assembled to discuss the darkening of Hasongo, one of Rawatai's colonies. Watcher, it seems you have the floor. Wir sind hier zusammengekommen, um die Verdunkelung von Hasongo zu besprechen, einer der Kolonien der Raotai. Wächter, du hast offensichtlich die Gelegenheit zu sprechen. Sie wartet mit offenen Händen. Portmaille hat ähnliche Schäden erlitten, als Eotas hindurchstürmte. Es ist möglich, dass Eotas lediglich auf dem Weg in unbekannte Regionen in Hasongo Halt gemacht hat. Wir müssen etwas unternehmen, bevor Eotas noch eine weitere Siedlung zerstört. Vergiss Hasongo, ich bin auf der Suche nach dem Riesen, der diese Gewässer durchkreuzt. Nehmen wir mal das erste. What sailor's tale is this? Sie schnauft, was für ein Seemannsgarn ist denn das? There's no sane explanation for what's been happening. You keep waiting for one, it'll be too late. Es gibt keine vernünftige Erklärung für das, was geschehen ist. Und wenn du erst auf eine vernünftige Erklärung warten willst, ist es dann längst zu spät. Does tilling the soils of the Eastern Reach drive all men mad? You sound as crazy as the Dawnstar Dreamers. Bringt es etwa alle Männer um den Verstand, die Äcker des östlichen Abschnitts zu bestellen? Das klingt ebenso verrückt wie die Dämmersternträumer. Die betrachtet Edda so, wie man ein besonders tollwütiges, aber faszinierendes Tier betrachten würde. Wie hochnäsig. Have you not heard the rumors, Karu? An Adra Colossus marching across the sea. Sailor tales, but credible ones. Hast du denn die Gerüchte nicht gehört, Karu? Ein Adra-Koloss durchstreift die Meere. Es sind Seemannsgeschichten, ja, aber sie sind glaubhaft. Nero verschränkt die Arme, er wirkt so, als sei ihm äußerst unbehaglich zumute. Ganta Nichese. I'm acquainted with the Watcher of Kadnua from my assignments in Defiance Bay and Twin Elms. Ach, da ist Palegina, ja, ich hätte sie gar nicht bemerkt, wenn sie nichts gesagt hätte. Ganta Niskea heißt Graf von Niske. Ah. Ich bin mit dem Wächter der Wächter von Ketnua vertraut. Von meinen Anordnungen in der Trutzbucht und bei den Zwillingsulmen. Tiverus? It explains the colorful nature of your reports.
Die Veros heißt ernsthaft. Das erklärt natürlich die lebhafte bunte Sprache deiner Berichte. I have seen things with him that are not even told in the most outlandish of sailors' tales. Ich habe gemeinsam mit ihm Dinge erlebt, von denen man nicht einmal in den haarsträubendsten Seemannsgeschichten etwas zu hören bekommt. Ja. And I'm supposed to take two Valians at their word. Soll ich mich etwa auf das Wort von zwei Valianern verlassen? Sie deutet auf Nero und Palegina. How came a watcher from half the world away to be involved in these happenings? Und wie kommt es, dass... Und wie kommt es, dass ein Wächter vom anderen Ende der Welt in diese Geschichte, in diese Geschehnisse verwickelt ist? Kläre den Gerichtshof doch bitte darüber auf. Warum stehe ich eigentlich immer an irgendwelchen Gerichtshöfen? Berat selbst hat mich ausgesandt, um Eotas aufzuspüren. Solange Eotas frei herumläuft, sind wir alle in Gefahr. Ich muss etwas unternehmen. Eotas ist unter Ketnoa aufgetaucht, meiner Burg. Er hat es damit zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Ich bin ganz gegen meinen eigenen Willen hier. Jedem, der mir noch immer zuhört, steht es frei, mich zu unterstützen oder mir aus dem Weg zu gehen. Ich segle im Schatten des Riesen, könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Sind wir mal ehrlich und sagen, Berat hat uns geschickt. The Lady of Doors must have great confidence in you. Die Dame der Tür muss großes Vertrauen in dich setzen. Und Escas Tonfall zeigt Amüsement. Ihr Gesichtsausdruck nicht. Tracking down a god who stands as tall as a mountain. A fisherman with poor eyesight could do this. Aber nicht, wenn der halbe Gott im Meer versunken ist. Ein Gott aufzuspüren, der so groß ist wie ein Berg, das würde selbst einem halbblinden Fischer gelingen. My priests will trip over their feet to interpret his divine plan. Watcher, can you cut through the din and tell for what he comes to the dead fire? Meine Priester werden sich damit überschlagen, diesen göttlichen Plan auszulegen. Wächter, kannst du den Lärm übertönen und mir verraten, was er am Todesfeuer zu suchen hat? Ja, ich habe vor... Was ich zu suchen habe und was Eotas zu suchen hat. Ja, ich habe vor, Adrasäulen einzusetzen, um Eotas aufzuspüren und ihm am Ende zur Rede zu stellen. Ich muss ihn zuerst finden oder bei dem Versuch umkommen, wieder mal. Was Eotas auch immer erreichen will, ich werde die Wahrheit schon aus ihm herausbekommen. Die Pläne der Götter sind kein Geheimnis für mich. Eotas wird sich für seine Taten verantworten müssen. Nehmen wir mal die drei. I believe our course is clear. We will send the Watcher to Hasongo. Ich glaube, unser Kurs ist klar. Wir senden den Wächter nach Hasongo. Onesca breitet die Hände aus. Sie ist sich der Vernunft ihrer Beschlüsse ganz sicher. Set sail to the west of Nekataka. I would tell you to keep a weather eye out for a lighthouse, but the God of Light did not appreciate competition. Setz die Segel und begib dich in den Westen von Nekataka. Ich würde dir ja den Rat geben, mit Ausschau nach einem Leuchtturm zu halten, aber dem Gott des Lichtes hat die Konkurrenz nicht gefallen. Something to add, Hazanui. You have an eager look about you. She believes herself entitled to my ear, I say. Hast du etwas hinzuzufügen, Hazanui? Du siehst so begierig aus. Ich möchte mal behaupten, sie hält sich für berechtigt, dass ich ihr mein Ohr leihe. Nur kurz wartet Oniskas Blick zurück zu dir. Only that Hasongo is a Raotian outpost. It would be useful for the Watcher to take one of ours along. Es ist nur so, dass Hasongo ein Stützpunkt der Raotianer ist. Es wäre dem Wächter eine große Hilfe, wenn er einen von uns mitnehmen kann. Sie deutet mit einem Kind auf eine Frau, auf eine andere Frau, die in der Nähe steht. Ma'am. Maya. Oh, das wird wahrscheinlich die andere vom Ladebildschirm sein, mit ihrem Vogel. Meine Dame? Eine sehr beherrschte Mannerin steht stramm. Ihre gerunzelte Stirn bildet einen seltsamen Gegensatz zu ihrem ansonsten so freundlichen Gesicht. Zu ihren Füßen putzt sich sorglos ein bunter Vogel. Maya's an expert sailor and a better sharpshooter. The best the Brass Citadel has to offer. Maya ist eine hervorragende Seefahrerin und eine noch bessere Scharfschützin. Sie ist die Beste, das die Messing-Zitadelle zu bieten hat. Sie blickt dir in die Augen und nickt dir langsam zu. Whatever comes your way. She'll see it first. Was auch immer dir entgegenkommt, sie wird es zuerst sehen. If it gets me and Ishiza out of diplomat duty, we'd set sail with a drunk scolder at the helm. Wenn das Ishiza und mir die diplomatischen Pflichten erspart, setzen wir auch die Segel mit einem betrunkenen Skulder am Helm.
Maya selbst resigniert, also Skuldor sind diese komischen Wolfshyänen da gewesen. Nee, halt, Skuldor waren diese anderen Viecher da, diese Pseudo-Vampir-Kriecher da. Habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht, aber die sind auch nicht gerade angenehme Genossen. Maya selbst resigniert und stupst ihren Vogel liebevoll mit den Zehen an. And shut us out entirely? We have every right to know of any hazards in these waters. Palagina, go with the Watcher. See that the Republics are served in this investigation. Und uns vollkommen von allem ausschließen, wir haben ebenso das Recht zu erfahren, welche Gefahren in diesen Gewässern herrschen. Palagina, begleite den Wächter, achte darauf, dass man bei dieser Untersuchung den Republiken dient. Neo wendet sich den gottähnlichen Krieger, der an der Seite steht. Ah, Your Excellency. Permet Gongs Walias. Danke, könnt ihr Deutsch reden? Ach, eure Exzellenz. Permet Kansul... Wie auch immer. Palaginas goldene Augen blicken in deine Richtung, doch ihr Gesicht verrät keinerlei Gefühle. Die ist immer noch sauer auf uns. That will be enough parading of champions for now. I'm certain that our guest knows how to assemble a crew.